Hi, ich möchte euch meine Geschichte erzählen, weil ich glaube, dass ich dem einen oder anderen, der diese Geschichte hört, Hoffnung geben kann. Ich fange mit meiner Vergangenheit an. Ich bin mit 3 Jahren, 2,5 Jahren zur Adoption freigegeben worden und bin in eine Familie reingekommen, die wahrlich nicht gut ist, sondern mein Adoptivvater hat mich prostituiert und meine Adoptivmutter hat dem zugestimmt und nichts unternommen, sondern war als Mittäterin dabei. Mit 3 Jahren, bis zu 3 Jahren, hat er mich gefügig gemacht. Und ab 3 Jahren bin ich dann, also mit 3, 4 Jahren, bin ich dann zum ersten Mal verkauft worden an andere Männer. Die Zeit war sehr heftig. Es ging bis zu meinem 12. Lebensjahr und die Zeit war so heftig, dass mein Adoptivvater, wenn ich dann das nicht wollte und den Täter nicht nett genug war oder nicht das getan habe, was ich wollte, hat er mich insofern gefügig gemacht, dass er mich manchmal Wochen eingesperrt hat und es durfte keiner mit mir reden und es hat auch keiner mit mir geredet. Nur mein Adoptivvater kam, aber ohne mit mir zu reden, dreimal täglich ins Zimmer. Dort hatte ich ein Töpfchen, das wurde dann dreimal täglich ausgeleert und ich bekam dreimal täglich Essen, was er mir reingebracht hatte und auch wieder rausgenommen hatte, den Schlüssel hatte, denke ich mir mal, hatte nur er, denn er ist der Einzige gewesen, der reingekommen ist. Oder er hat mich als Beispiel mal irgendwann nachts oder es war noch, nachts war es nicht, es war gegen Abend, es war noch hell, musste ich dann mit nackten Füßen und nur ganz leicht bekleidet auf Badezimmerfliesen stehen. Damals gab es noch keine Bodenheizung und ich durfte mich nicht bewegen. Ich sollte nachdenken, ob ich zu meinen Tätern, Freiern nett bin oder ob ich mich dagegen wehren wollte und etwas nicht machen wollte. Er hatte das beobachtet, indem er sich dann einen Stuhl genommen hat, sich dann vor diese Fliesen gesetzt hat und gewacht hat, dass ich mich weder bewege noch mich hinsetze etc. Ihr glaubt, das geht nicht. Glaubt mir, es geht. Dann irgendwann gegen Morgen, als ich dann endlich wieder, als ich mich dann bewegen durfte, in mein Zimmer gehen durfte, war es mir nicht mehr möglich, zu laufen. Und ich weiß bis heute nicht, wie ich überhaupt in mein Zimmer reingekommen bin. Das waren nur so einige Sachen, um euch Beispiele zu geben, wie man gefügig wird, damit man das auch dann tut, was Täter wollen. Nach dieser Zeit habe ich mich absolut regungslos all dem hingegeben, was mit mir gemacht worden ist. Oft habe ich in dieser Zeit um mein Leben kämpfen müssen. Und weil die Grausamkeit von Tätern da auch wirklich gar keine Rolle spielt. Ich habe mir in dieser Zeit versucht, dreimal das Leben zu nehmen als Kind, was aber jedes Mal nicht funktioniert hatte. Und ja, irgendwann war von jetzt auf gleich Feierabend. Mein Adoptivvater ist in einer Nacht- und Nebelaktion geflüchtet, aus Deutschland weg ins Ausland, wo man ihn nicht kriegen konnte. Und diese Odyssee des permanenten Missbrauchs, Vergewaltigung, Brutalitäten hörten ab Schlag auf. Ich habe versucht, diese Geschehnisse einfach in meinem Gedächtnis zu verdrängen.
Und das Schlimmste, was ich immer noch fand, dass die ganze Straße, in der wir gewohnt haben, jeder wusste, nicht nur in der Straße, auch in der näheren Umgebung wusste man, dass man mich kaufen konnte. Und also auch ne, dass man mich kaufen konnte und dass man mit mir Spaß haben konnte und dass ich für alles bereit bin. Es hat kein einziger von diesen Menschen damals mir geholfen oder irgendwo einen Stopp gesetzt. Nach dieser Flucht meines Adoptivvaters sind wir aus dieser Straße weggezogen. Und wie gesagt, versuchte ich dann, das Leben so zu meistern, indem ich einfach alles habe weggedrängt und was wirklich auch funktioniert hatte mit der Zeit. Es hatte nun einen hohen Preis, denn ich habe so natürlich auch meine komplette Vergangenheit bis zu meinem 12. Lebensjahr weggedrängt und es existierte dort nichts mehr. Der Preis war, ich bin in die Magersucht gerutscht, hinterher in die Bulimie und es ging immer so hin und her. Und meine Adoptivmutter, die mir natürlich auch hinterher immer noch weiter Schuld gegeben hat, weil ich ja nicht gefügig genug war und die mir dann immer die Schuld dafür gegeben hat, dass mein Adoptivvater weg musste. Mit der musste ich dann zwar weiterleben, aber auch das habe ich dann immer mehr weggedrängt. Ich bin in Drogenbereiche gekommen, ich bin in Alkohol mit reingekommen, ich hatte die falschen Umgang, ich hatte die falschen Freunde und es zog sich so immer wieder hin und ich habe immer wieder versucht, in der Zeit mich auch selber zu zerstören und bis ich dann irgendwann auf ein Internat gekommen bin, was ich glaube, damals auch wirklich meine erste Rettung gewesen ist, dass ich auch von dieser Mutter dann wegkomme und habe dann versucht, dort eben halt so zu leben, da es ein Internat, ein Plus-Internat war das total schön, denn ich habe zum ersten Mal auch einen Frieden erlebt. Einen Frieden erlebt, den ich total toll fand und ihr glaubt es nicht, ich wollte zwischendurch auch mal wirklich Nonne werden, weil ich das absolut toll fand, diese Ausgeglichenheit, diese Ruhe. Für mich war das eine Idylle. Habe dort zum ersten Mal auch mit geistig und körperlich Behinderten im privaten Bereich Kontakt gehabt und fand das unheimlich toll und spannend und hatte mich eigentlich hinterher darauf spezialisiert, mit diesen Menschen zu arbeiten, habe die Schule unterbrochen. Habe ein soziales Jahr gemacht mit geistig und körperlich Behinderten und habe in der Zeit meinen Mann kennengelernt. So wurde ich natürlich keine Nonne. Habe meinen Mann kennengelernt. Ich habe ihn geheiratet, zwei wunderschöne Kinder bekommen, eigentlich drei. Ein kleines Mädchen ist gestorben am Krippentod und dachte eigentlich aber trotzdem noch, ich habe das perfekte Leben bis zu dem Tag, das fing mit 30 Jahren an, wo auf einmal sich etwas bei mir verändert hatte. Eigentlich fing es mit dem Tod meiner Tochter an, wo ich hinterher gefragt hatte, wer und was bin ich? Und als ich das gemacht habe, kam immer mehr die Erinnerung wieder hoch. Die Erinnerung an früher, die ich doch so wunderbar versteckt hatte, kam Stück für Stück hoch. Die Vorstellung an Gott hatte ich gar nicht mehr. Ich habe ihn gehasst. Ich habe Gott wirklich damals gehasst. Ich habe gedacht, was bist du für ein Herr, der angeblich für alle da ist und hast das alles mit mir machen lassen? Ich habe mich von ihm abgewandt und dachte sogar, ach Gott, der Feind ist perfekt dafür. Der wird mir helfen, die ganzen Täter. Damals wusste ich noch nicht, dass das Täter waren. Damals war die erste Erinnerung wirklich, was mein Vater mit mir gemacht hatte. Und ich dachte mir aber, boah, der Feind wird mir jetzt helfen und ich werde mich dann absolut rächen. Ich hatte solche Rachegefühle, solche Rachegelüste, die ihr mit Sicherheit auch dann alle kennt
und euch vorstellen könnt. Aber dadurch, dass ich mich mit dem Feind auseinandergesetzt habe und in Bereiche reingegangen bin, habe ich Tore geöffnet und diese Tore hat der Feind sofort ausgenutzt. Ich bin mit der Zeit kamen immer mehr Erinnerungen hoch, ich bin immer kranker geworden, fing an, wieder in die Magersucht reinzurutschen und habe angefangen zu dissoziieren. Dissoziieren heißt, man erlebt ein erlebtes immer wieder etwas sehr Schreckliches. Eine Dissoziation ist wie so eine Warteschleife, also wie so eine Schleife. Du erlebst sie immer und immer während wieder. Wenn du bestimmte Sachen siehst, wirst du an diese Sache, an etwas erinnert und dann kommt das immer wieder. Und bei mir war es eben halt, waren es Missbräuche, die ich als Kind erlebt habe. Schmerzen, die du dann original fühlst. Du siehst das Blut sogar wieder, du riechst das Blut, du riechst den Täter, der da gerade bei dir ist. Und es waren furchtbare Momente. Und in dieser Zeit, wo ich dissoziiert bin, habe ich auch immer wieder versucht, mich zu töten. Das lief über ganz, 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 ganz viele Jahre. Ich war in unterschiedlichen Kliniken und dachte wirklich am Anfang erst noch, ich wäre pervers, dass ich solche krankhaften Vorstellungen hatte, weil bis zu dem Punkt, dass mir klar geworden ist und dass die Erinnerung so hochgekommen ist, dass ich weiß, was früher gewesen ist. Die ganzen 12 Jahre sind peu à peu wieder hochgekommen. Und es war hinterher so, dass ich in Traumakliniken auch gewesen bin und war hinterher in Mannheim, denn hier in Norddeutschland war, ist es wirklich noch so, dass Dissoziation für viele überhaupt gar nicht bekannt sind. Ich war in Kliniken, da hat der Chefarzt wirklich gesagt, ich weiß zwar nicht, was in Dissoziation ist, aber er konnte mir auch nicht sagen, was ich habe. Und hätte ich damals nicht so einen guten Therapeuten gehabt, der sich auch mit solchen Sachen auseinandergesetzt hatte und mich damals dann nach Mannheim weiter vermittelt hatte in die Traumaklinik, wärst du wahrscheinlich heute gar nicht mehr am Leben. In Mannheim zum ersten Mal hat man mir erklärt, was das ist, aber mit der Zeit hatte man gesagt, dass man mir nicht helfen kann, dass es so massiv gewesen ist, was ich erlebt habe, dass man mir höchstens helfen kann, damit einigermaßen zu leben. Aber das ist gar keine Heilung für mich gibt. Und ich war für mich in dem Moment sowas von tief unten und habe da zum ersten Mal auch wirklich gesagt, ich möchte nicht mehr leben. Ich möchte nicht mehr leben. Ich hatte immer die Hoffnung, irgendeiner wird mich heilen, aber als man mir das gesagt hatte, dachte ich mir, ist okay, das war's. Ich möchte nicht mehr leben. Und bin dann nach Hause gekommen, war natürlich mal wieder in Kliniken, weil ich wieder mal dissoziiert bin. Und es war kurz vor Ostern, war ich gerade mal wieder von einer Klinikaufenthalt zurück, nachdem ich mich in der Dissoziation versucht habe zu töten. Und an diesem Abend, das war ein Freitag, ja, das war ein Freitag, war ein Freitag, lief die größte Geschichte aller Zeiten. Ich habe sie mir angeguckt, ich habe sie immer gerne gesehen und jedes Mal, wenn dann eben halt die Kreuzung gewesen ist, habe ich immer furchtbar geweint und habe einfach nicht verstanden, warum Jesus sterben musste. Und hinterher war es so, dass ich eben halt gemerkt habe, dass das wieder mit den Dissoziationen anfing und man hatte mir in Mannheim dann beigebracht zu skillen, das heißt etwas zu machen, dass man nicht wegrutscht. Das kann ganz unterschiedlich sein. Man kann Psalme aufsagen, man kann so Zungenbrecher, wo du dich absolut konzentrieren musst. Und Konzentrationsspiele am Computer. Und das habe ich an diesem Abend gemacht. Und so bin ich dann in die Küche gegangen, habe mich an den Computer gesetzt, habe Geduldsspiel angemacht und hatte über den Film nachgedacht. Und auf einmal
hatte ich eine wahnsinnige Idee. Ich habe nach unzähligen Jahren zum ersten Mal wieder mit Gott gesprochen. Ich habe Gott damals ein Angebot gemacht. Ich dachte mir, wenn auch mein Leben echt Kacke ist und ich hier auf der Welt eigentlich gar keine Berechtigung habe, könnte ich aber vielleicht einen Tausch machen mit Gott. Und so habe ich Gott damals mein Leben für Jesus Leben hingeboten. Ich habe ihm gesagt, dass die Idee doch ganz toll wäre, weil ich einfach glaube, dass es auch Menschen gibt, die einfach noch guten Herzens sind und die sauber sind und wo es sich lohnt, dass doch Jesus weiterleben könnte. Denn vielleicht würde dann die Welt nicht mehr so heftig böse sein, wie sie ist. Und dann habe ich an diesem Abend zum ersten Mal ganz lange mit Gott geredet. Ich habe geweint und habe mich entschuldigt, dass ich ihn als ganz schlecht hingestellt habe und ja, und habe mich mit ihm versöhnt. Und in diesen vielen, vielen Jahren, wo ich nachts nicht schlafen konnte, mit massiven Tabletten, man mich für ein paar Stunden ruhig kriegen konnte und da auch noch teilweise immer das große Risiko gewesen ist, dass ich jetzt wieder dissoziiere und mich dann, ohne dass ich es gehen konnte, mich mal wieder verletze und ich wieder ins Krankenhaus musste, wieder auf Intensivstation musste, habe ich zum ersten Mal die Nacht wirklich schlafen können. Habe geschlafen und mir war klar, dass Gott mein Angebot angenommen hat. Ja, und dann dachte ich, ne, ich wusste damals nicht, wie wichtig es ist, dass Jesus lebt. Damals dachte ich, das wäre die beste Idee, dass Jesus stirbt. Aber damals dachte ich, er müsste leben. Naja, und so kam dann der Karfreitag und ich weiß nicht warum. Ich dachte mir, der Karfreitag, da werde ich dann quasi dann die Rollen tauschen. Und habe mich an dem grünen Donnerstag noch bei meinem Mann verabschiedet. Der hat wahrscheinlich auch gedacht, die hat jetzt echt einen Schuss, jetzt hat es einen Schuss weg. Und habe eben gesagt, ich kann dir das jetzt nicht erklären, aber dass ich ihn halt ganz lieb habe. Und ja, so kam dann die Nacht. Und ich habe also seit dieser Zeit ja wirklich gut schlafen können und bin am nächsten Morgen wach geworden. Und ja. Ich war noch da. Und dann musste ich anfangen zu weinen und habe gesagt, es ist okay, Gott, mein Leben ist so wenig wert für dich, dass du es nicht möchtest. Und dabei ist mir damals schon gar nicht klar geworden, dass er mein Leben lange, lange genommen hat. Denn statt mir das Leben zu nehmen, hatte er mir Menschen zu mir gebracht, die in Gott gewandelt sind. Und einer davon ist heute ein guter Freund, ein Christ, der damals auch Dissoziation von mir miterlebt hatte und dann damals mit der Gemeinde Neuss in Kontakt gegangen ist, die er eben halt seit Jahren kennt. Und die Elisabeth hatte wohl auch dann einmal per Telefon eine Dissoziation von mir mitbekommen und fing dann an zu beten. Und ich muss aber wohl so massiv gewesen sein, dass mein Mann sagte, ich habe dich noch nie so solche Worte aus deinem Mund rausgehört. Das war so massiv, das war richtig, richtig crazy. Bis dieses Treffen dann irgendwann gekommen ist, hat noch ein bisschen gebraucht, aber ein Dreivierteljahr später sind wir dann nach Neuss gefahren und dann will ich euch das Wahnsinnswunder erzählen. Und zwar waren wir in Neuss und Gott hat Elisabeth dazu berufen, Sachen zu sehen, die sonst keiner sieht. Und sie fing an zu beten und ich bin wieder so umgekippt und habe wieder furchtbare Sachen gesprochen. Ich weiß nur noch, sie hat irgendwie Vater Unser, also mit Vater Unser ist sie noch angefangen und
dann weiß ich nichts mehr, aber ich kann euch erzählen, was ich erlebt habe in dieser Zeit. Ich habe in dieser Zeit etwas so Schönes erlebt, etwas, das sah aus wie eine Ellipse, wie so ein Auge, kann man sagen. Und um das Auge herum sprenkelte das überall mit tausend Funken. Das ist wie so, wenn du dir vorstellen kannst, eine Wunderkerze. Eine Wunderkerze, nur tausendmal schöner, sprenkelte es. Es ist so wunderschön gewesen. Und in dieser Ellipse, war das, ja, hell. Warm hell. Diese Farben kann ich gar nicht erklären. Und das hörte sich immer so an, als wenn so, kannst du dir das vorstellen, so eine ganz warme Sommernacht und ein ganz leichter Wind und die Blätter, die rauschen so ein wenig und wie so ein Flüstern hörte sich das an. Und auf einmal war ich in dieser Ellipse drin. Und es war so, so wunderschön. Es war so wunderschön. Es war so, als wenn ich in Arm gehalten werde, wie ein kleines Baby. Und es war warm und es war unbeschreiblich, unbeschreiblich. Es wird für mein Leben lang unbeschreiblich sein. Es war so unbeschreiblich schön. Und auf einmal war ich so, als wenn ich wieder in der Realität wäre. Und da lag ich auf dem Boden dieser Gemeinde, lag ich auf dem Boden, zusammengerollt wie so ein Embryo. Und ich wollte aufstehen und das war erst gar nicht möglich. Also das war, ich hatte das Gefühl gehabt, ich kann gar nicht. Ich war vollkommen durcheinander. Ja, es fühlte sich an, als ob ich betrunken wäre. Aber ich habe nicht getrunken. Aber so fühlte sich das an, als wenn man torkelnd ist. Ich habe dann versucht, mein Mann hat mir geholfen, dass ich hochkomme. Und ich guckte meinen Mann ganz durcheinander an und sagte, lass uns mal eine rauchen. Ich habe damals noch geraucht. Aha. Jetzt passt man auf. So, und dann bin ich raus. Arnold hielt mich, weil ich nicht gerade laufen konnte. Ich hatte das Gefühl gehabt, ich laufe gar nicht, ich schwebe. Bin dann nach draußen. Unser Freund ist auch mitgegangen. Er schmunzelte dann nur so und sagte, ja, sagt er, steck dir mal ruhig die Zigarette an. Und ich habe dann auch die Zigarette angesteckt. Und ich hab die angesteckt, wollte ziehen oder habe gezogen und ich dachte, ich müsste brechen. Ich war so schockiert, ich habe das Ding weggeschmissen, habe da drauf getreten, weil ich dachte, was ist das denn? Und dann habe die Zigaretten angeguckt, habe noch eine genommen. Ich dachte, was, ne? Das Gleiche, ich habe die ganze Zigarette zerknüllt, also die ganze Schachtel, ich habe sie weggeschmissen. Ich rauche seitdem gar nicht mehr. Auf dem Weg nach Hause hin war ich irgendwie immer nur noch am Grinsen und habe natürlich erzählt, was ich gesehen habe. Und auch die Elisabeth hat auch gefragt, was hast du gesehen? Und als ich, wie gesagt, da zu mir gekommen bin, das Erste war, dass ich den Mund geöffnet hatte. Ach ja, richtig. Und dass ich anfing zu singen. Ich habe Jahre nicht mehr gesungen, weil ich einfach nicht mehr singen wollte. Weil ich keinen Grund mehr hatte zu singen, aber ich habe geöffnet und fing an zu singen. This Little Light of Mine habe ich damals gesungen. Fakt ist, wir sind nach Hause gefahren und ich dachte, wow, schön, ich rauche nicht mehr. Aber, und jetzt kommt der Hammer, als wir zu Hause waren, auch an dem Abend, musste ich nicht dissoziieren. Und mir fiel das so erst gar nicht auf. Ich war dann zu Hause, habe dann geschlafen. Und am nächsten Tag war auch keine Dissoziation. Und ich hatte dann irgendwann schon gedacht, irgendwann, du dissoziierst nicht, warum dissoziierst du nicht? Also ich war sehr durcheinander, bis mir auf einmal klar geworden ist, what?
Ich dissoziiere nicht mehr. Ich dissoziiere nicht mehr. Und ich habe im Jahr 2014 an einem Samstagnachmittag, es war ein Herbsttag, es hatte geregnet gehabt vorher und die Sonne war am Schein und es roch nach Blaub und es roch gut. An diesem Tag, seit diesem Tag, rauche ich nicht mehr und dissoziiere nicht mehr. Ich bin vollkommen geheilt. Gott hat mich vollkommen geheilt. Da, wo Ärzte gesagt haben, es gibt keine Rettung, sage ich euch, doch, Gott fängt da an, wo Ärzte aufhören und sagen, wir sind machtlos. Ab dem Moment fängt Gott an. Und er hat angefangen. Es sind jetzt 6 Jahre her. In diesen 6 Jahren, Leute, habe ich so viel erlebt. Ich habe, am Anfang hat Gott immer wieder mit mir gesprochen. Richtig, der hat mich nachts wach gemacht, hat gesagt, Susanne, Susanne, steh auf, putz mein Haus und sing meine Lieder. Ich dachte erst, ich träume das. Und dann etwas später, dreimal hat er das gemacht. Dreimal hat er mir das gesagt. Und beim dritten Male bin ich aufgestanden und war so irritiert und habe gesagt, ist okay. Also ich habe das so verstanden, dass ich mein Haus putzen sollte. Und so habe ich dann das Haus geputzt. Lobpreis kannte ich damals gar nicht. Ich kannte das nur von der katholischen Kirche her. Aber das waren, wo ich dachte, ich will doch jetzt nicht irgendwie so etwas Dunkles, Schweres. Ich wusste also nicht, was er meint. Und dann habe ich gegoogelt und habe auf YouTube Kirchenlieder. Und dann habe ich Kirchenlieder eingegeben. Und dann hatte ich zum ersten Mal nicht so das Schwere mit der Orgel von Beethoven und so. Es ist zwar auch sehr schön, aber das war an dem Morgen. Auf jeden Fall habe ich die Musik bekommen. Und sing meine Lieder und fing an, diese Lieder, erst muss ich hören, ich kannte, weil sie ja gar nicht kannte, und fing diese Lieder an mitzusingen. Und eine kurze Zeit später, ja eine kurze Zeit, das sind immer so poralische, also das waren dann immer so Abschnitte, hat Gott mir gesagt, Susanne, erzähle dein Zeugnis auf der ganzen Welt und sing meine Lieder. Und das, Leute, das möchte ich machen. Ich möchte, dass dieses Video in die ganze Welt reingeht. Ich möchte, dass jeder Sender, jede Medie dieses Video hört. Und jede Gemeinde und jeder Mensch, der es braucht, wo man sagt, wir möchten mehr von dem hören, was du erlebt hast. Und möchte ich sagen, ihr könnt mich erreichen und ich bin für jeden bereit, mich hinzustellen auf ein Podium, auf eine Bühne, in einen Radiosender, in einen Fernseher hinein und diese Geschichte erzählen. Denn ich weiß, dass Menschen, so wie ich, als Kinderprostituierte, ob Junge oder Mädchen, jeder von euch draußen, ihr braucht Hilfe. Und es gibt Hilfe, und zwar durch Gott. Gott ist die einzigste Hilfe und nicht nur für die Opfer, sondern auch für Täter. Ich habe in diesen 6 Jahren viel, viel, viel erlebt, viele positive Sachen, seitdem ich in Gott bin, seitdem ich Gott in mein Herz gelassen habe, hat Gott mir so viele Sachen geschenkt und mir so viel Freiheit gegeben. Er hat mit mir gearbeitet, dass ich vollkommen gesund bin. Heute bin ich weder magersüchtig, noch bin ich bulimisch. Ich dissoziiere nicht mehr, ich rauche nicht mehr. Und wahrlich, ich singe seine Lieder. Und er gibt mir auch Lieder, die er mir schenkt, die ich dann aufschreibe, wo er sie mir in mein Herz gelegt hat. Und ich eigentlich nur schreiben muss und er sagt, plus Melodie, auch die ist nicht, beides nicht von mir, beides von Gott. Und ich sage euch,
Es gibt Hoffnung für jeden von euch draußen. Und es gibt gar kein einziges Land auf der ganzen Welt, was sagen kann, bei uns passiert das nicht, bei uns ist kein Kindermissbrauch. Doch, ist Prostitution ist in der ganzen Welt, Leute. Es ist Prostitution in der ganzen Welt, bei Jungen und bei Mädchen, bei Frauen und bei Männern. Nur als Erwachsener hast du die Chance, etwas zu tun. Als Kind ist es unmöglich. Und darum möchte ich, dass jede einzelne Nation von euch es hört. Und wahrlich bei Gott bete ich, dass ihr das hört und sagt, ich möchte vielleicht die Frau kennenlernen. Ja, dann werde ich alles zusammenkratzen und hinfahren. Und wenn ich nach Tumbuktu fahren muss, wenn ihr mehr wollt, bin ich für euch da. Ich erzähle jedem meine Story, der sie hören möchte, auf der ganzen Welt. Und ich kann euch sagen, es gibt Hoffnung und das ist Gott. Und er ist da, denn ohne ihn wäre ich heute nicht hier und könnte euch das erzählen. Und es ist Gottes Wunsch, dass ihr es alle erfahrt, damit ihr wisst, es gibt Hoffnung. Ihr braucht euch kein Leben zu nehmen. Ihr braucht nicht aufzugeben, ob Opfer oder Täter. Es gibt Hoffnung. Ich habe mit einem Menschen in England gesprochen, aus einer Gemeinde. Der ist Täter gewesen. Und auch ihn hat Gott geheilt. Pädophilie, heißt es, ist nicht heilbar. Doch, Gott heilt sie. Gott heilt sie. Wahrlich, im Namen des Herrn. Ich kann es bestätigen. Ich kann es bestätigen, denn ich bin ein Opfer gewesen und es gab keine Hoffnung mehr. Und heute stehe ich hier und kann euch diese wunderbare Nachricht vermitteln. Und den Täter in England, der heute anderen Tätern hilft, durch Gott wieder Hoffnung zu finden, ein normales Leben zu führen, ist dort. Gott ist da und Gott liebt jeden von euch, jeden Einzelnen, jeden Einzelnen. Gebt nicht auf. Gebt bitte nicht auf und vertraut. Wollt ihr mehr von mir hören? Ich bin da, jede Zeit und nehme mir die Zeit. Und wenn Gott möchte, werde ich durch die Welt fahren und jeden von euch das erzählen. Wenn ihr wollt, ich bin da. Danke, dass ihr mir so lange zugehört habt. Ich wünsche euch wahrlich Gottes Segen. Gottes Segen. Und ich werde euch mein Lied vorsingen, aber nicht mehr heute. Das ist ein anderes Mal. Das Lied, was Gott mir nach der Befreiung geschenkt hat. Mit Text und Melodie. Ich habe euch wahrlich lieb. Ich schenke euch dieses Herz, denn ist das Herz Gottes. Und wünsche euch einen kraftvollen, gesegneten Tag. Ciao, ciao.